Hallo und herzlich willkommen zu der zu der ersten Folge Roblox King of Retail Tycoon 2, von Nachfolger vom ersten Tycoon. Das war aber das normale Spiel, oder nicht? Wir werden heute einen neuen Laden eröffnen, den wir so nennen können, wie wir ihn wollen. Denn wir können den Laden leider nicht umbenennen. Das ist leider sehr schade. Man kann den Laden in diesem Spiel Retail Tycoon 2 nicht umbenennen. Nee, kann man nicht. Aber du kannst ihn so nennen, wie du willst. Dein Laden heißt einfach nur... du kannst doch ihn umbenennen. Ja doch, du kannst ihn umbenennen, wie du willst. Okay. Wenn du willst, kannst du einfach links einfach irgendeinen Namen eingeben, wenn du willst. Wenn du ein neues Spielstand erstellst, kannst du da irgendwas eingeben. Okay. Was soll ich eigentlich machen? Ich weiß. Perfekt. Ich liebe den Namen. Da kannst du einen Ort auswählen. Aber ich nehme natürlich wie immer mein Lieblingsort. Das welchen denn? Den hier. Das ist mein. Egal. Hä? Was denn? Spielanleitung? Na komm. Also welchen meinst du? Ach, da bist du, ich sehe dich. Soll ich neben dich? Ja, mach neben dich besser. Weil da gibt's einen kleinen Trick. Soll ich dann eine kurze Spielanleitung spielen? Nein. Doch. Hilfe! Was sind das für Leute? Das sind deine Kunden. Oh, wo ist mein Name? Du hast ihn eigentlich am Anfang angeben müssen. Ja, aber wo ist der auf meinem Laden? Ja, du hast kein Schild oben. Du hast hier draußen also ein Schild stehen. Da steht das drauf. Ja, warte, ich gucke. Ah, ich sehe es, glaube ich. Was schöne Musik. Ist ja richtig gut. Tutorial. Wie schnell man rennt. Ja, du kannst Shift drücken, dann rennst du schneller. Songs. Mit einem Smiley. Ja, was hast du von mir erwartet? Keine Ahnung, was muss ich machen? Du hast die Anleitung nicht angeguckt. Als erstes musst du dir auf den Hammer drücken und zwei Regale kaufen. Oben. Die Leiste, bei Bauen. Musst du dann dir zwei Wände, Decke, Kundenservice, Regale. Regale. Und das sieht so aus. Was gibt's? Oh, das ist gut. Nee, du musst das allererste nehmen, was da ist. Muss ich das allererste nehmen? Am besten, weil das günstigste ist. Nein. Du musst Konserven kaufen. Ich will aber keine Konserven kaufen. Das kostet genau gleich viel wie das andere, das ich mir geholt habe. Ach, komm schon, ich muss Konserven kaufen, ich will Schokolade verkaufen. Komm hier. Nee, ich kaufe mir noch Schokolade. Schokolade kauft die, ihr verkauft dich auch sehr gut. Ist das ein Helikopterlandeplatz? Beim Kaufen? Ja, du kannst auch einen Helikopter kaufen. Als Fahrzeug. Oh, guck mal, wie schön. Das ist richtig merkwürdig. Laden, Halloween. Ja, du musst, hast du jetzt zwei Regale gekauft? Zwei? Ja. Jetzt musst du eine Kasse kaufen? Ja. Und dann gehst du raus, nach draußen, so gehst von dem Baumodus raus. Wie teuer! Ah, es gibt auch Halloween-Sachen. Komm, ja, wie geht das? Du kannst ja mal meinen Laden angucken. Ja, war ich schon. Ja, hast du ihn gerade gesehen? Ja, aber ich meine, ich komm gleich. Es gibt verschiedene Varianten. Müll. Was ist denn hier? Was muss ich jetzt machen?
Nachdem du gemacht hast, musst du nach draußen gehen und musst nach draußen gehen, ein Auto spawnen, und zwar, dass du auf das Autosymbol da drauf oben drauf klickst und dann einfach draußen ein Auto platzierst. Oben links. Und jetzt fährst du. Folgen Sie mir. Du musst neben der Tür stehen und E. Und dann folgen Sie mir mal die Klippe runter. Darum liebe ich diesen Spawn. Anscheinend hat der gute Stonker oder Alias Stonker das Spiel schon mal gespielt. Ja. Da fährst du hier rein. Ah, du hast schon was gekauft? Nein, ich habe irgendwelche Halloween-Lampen oder so. Ja, du musst da jetzt und dann auf LKW laden. Ich kann mehrere Male laden. Wie viel kann ich auf meinen LKW draufpacken? Steht eigentlich wieder beschreiben. Und fährst jetzt die Klippe runter. Wenn du nicht rausgestiegen bist. Nein! Wenn du nicht rausgestiegen bist, fahr einfach die Klippe runter. Dann spawnst du bei deinem Haus. So, ja. Ah, Bonk. Hilfe! Ich liebe dieses Spiel dafür. Dafür liebe ich das Spiel. Ah, nein, ich falle! Dann spawnst du auf dein Haus, oder das letzte Mal, wo du dein Auto eingestiegen bist. Ja, okay. Das war ganz zufällig eigentlich oben auf der Schlucht. Ja, weil ich da so den Nein, nicht umgefahren. Bist du nochmal runtergefallen? Nein, aber ich bin hier jetzt bei der Schlucht und ich komme nicht mehr raus bei so einem Punkt. Ja, respawnen. Oh nein, ich hab das Auto runtergeworfen. Du kannst respawnen. Dann spawnst du bei dir. Das Auto auch? Dein Auto kannst du so oft spawnen, wie du willst. Aber ich weiß nicht, ob die Sachen dann auch noch da drin? Ich wollte das sagen. Ich weiß nicht. Ach so. Ich weiß nicht. Weil ich das nie erlebt habe. Also. Musst du selber leben. Hilfe, wo bin ich? Das ist nicht mein Laden. Anne, du bist beim Autohaus. Der ist neben deinem Laden. Ich hoffe, das ist ein Sponsor. Welcher ist meiner? Das hier meiner. Der grüne. Ah, das hier ist meiner. Okay. Wo ist jetzt dein Einkaufswagen? Ja, meine Sachen sind da noch drin. Muss ich gar nicht. Perfekt. Weil sie jetzt. Bitte. So, ich habe jetzt Einkaufskörbe. Verkaufe Schokolade. Am besten verkaufst du Schokolade. Das verkauft sich saugut. Wo sind meine Sachen? Die sind auf dein Auto. Wenn du sie in dein Regal reinpacken willst, musst du erst vor deiner Garage fahren. Da kommt so ein Knopf, alles abladen. Da habe ich. Und dann kannst du auf dieses Regalsymbol da drücken. Und mit diesem Regalsymbol kannst du es dann in dein Regal einteilen. Was hast du bitte schon für Regale gekauft? Ist glaube ich schon klar, dass diese Regale, glaube ich, nur für Obst und Gemüse da sind. Du musst gucken, ja. Du musst gucken, wo diese Spielzeugsachen reinpassen. Wie packe ich die denn da rein? Die müssten eigentlich grün leuchten, aber du kannst nur sie in bestimmte Regale reinpacken. Also sind diese Regale falsch, du kannst da nichts reinpacken. Ja, okay, warte. Und du musst einen Mitarbeiter einstellen. Du musst gleich noch einen Mitarbeiter. Warum muss ich? Dass er für dich hier an der Kasse arbeitet. Das kann ich auch selbst machen. Steht auch im Tutorial, dass du das machen sollst. Also. So, das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Jetzt kannst du da, was du willst. Du hast drei verschiedene Arten, was du da reinpacken kannst. Einmal Kürbislaternen, Süßigkeiten. Ja, zum Beispiel die Süßigkeiten da einmal. Und die haben Dings. Und die kannst du jetzt verkaufen. Ja, dass du einfach nur an die Kasse gehst. Jetzt kannst du am Mittag. Ja, Arbeitskräfte und dann das erste einfach nur ein einstellen. Ja, bitte, dann bin ich einfach sofort automatisch. Der kostet auch nur ein bisschen, also du verdienst mehr als du verlierst. 200! Nein, du musst ihn einmal bezahlen. 200 für einstellen und den Rest musst du nur so ein bisschen bezahlen, so nur 10 Dollar oder so. Ach ja, vergiss nicht, deine Regale aufzufüllen. Mach ich immer. Ah, das ist so ungewohnt. Ja, du musst per diesem Menü machen. Und ich empfehle dir am besten
Schokolade zu verkaufen. Das verkauft sich saugut. Warte. Das ist das Beste, was du anbieten kannst. Wenn du genug Geld hast, und zwar genau 1000, kannst du, einen neuen Parkplatz kaufen, oder war das 2000? Dann kommen noch mehr Leute zu Besuch. Dann verdienst du noch mehr Geld. Mit diesem Geld kannst du noch mehr Leute anbieten. Oder die das zum Verkauf anbieten. Und so weiter und so fort. Oh mein Gott, da ist uns doch was leer. Wo sind meine Süßigkeiten? Ich muss sie noch nicht abholen, Scheiße. Meine Süßigkeiten sind ja tot. Ich komme, Klippe. Oh, ich merke erst, ich habe mein Haus ein bisschen falsch platziert. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Auf jeden Fall werde ich was zum letzten Video sagen. Ach ja, beim letzten Video ist die Aufnahme abgestürzt. OBS hatte keinen Bock mehr. Und alles will jetzt. Ja, jetzt wird ein anderes Programm. Jetzt oder benutzt, nicht? Ja, jetzt benutzt irgendwie ein anderes Programm, das heißt, wie heißt mein Programm? Mein Programm heißt Streamlabs Desktop. So, ich benutze jetzt ein anderes Programm, was sehr gut funktioniert. Bis jetzt. Ich weiß nicht, ob die Aufnahmen noch gut sein werden. Und nicht abstürzen werden. Was? Wie letztes Mal. Aber auch ein anderes Programm. Ja, aber, letzte Folge wurde finanziert von Google Jots. Noch nicht finanziert, sondern. Was? Hab ich damit zu tun. Dass du mir möglich gemacht hast, das Video zu machen. Oh ja. Okay, ich muss ja erstmal deinen Namen angucken. Aber erstmal Schokolade nachfüllen. Ich habe keine Schokolade mehr. Oh, dein Name ist ja viel schöner als meiner. Auch schön, dass die Kasse einfach draußen ist. Ja, kannst du machen. Das kannst du machen, es ist nicht verboten. Warum was? Soll die Kasse denn draußen? Das wird so richtig. Elon Musk, Tesla. Du kannst Autos verkaufen, das geht. Du kannst Autos, ja. Du kannst Autos verkaufen, nur sind sehr teuer. Weil du musst erstmal so eine Plattform kaufen, die sau teuer ist. Und dann musst du noch Autos kaufen, die sehr teuer sind. Also, da wünsche ich dir viel Spaß. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht so gut funktionieren. Ladenlagerbestand, was gibt es denn alle? Du musst eigentlich zum Tutorial. Du musst eigentlich zum Tutorial eigentlich Konservendosen kaufen. Konservendosen. Ich kaufe Schmuckalo 1200, gepanzerte Fahrzeuge 500.000. Oh, Munition. Aber Spielpass. Ja, du musst da für das Militärzeug musst du dir einen Spielpass kaufen. Nur für das dafür Militärzeug. Den könnte ich mir sogar holen, aber ich mach's nicht. Mach's nicht. Warte, wie viel kostet der? Viel. Wie viel? 499 oder so. 499, okay, hab ich doch nicht. Aber guck mal, Jakob, dein Ladenbewertung ist höher als meine. Ja? Ja, du hast 3,9, ich hab 3,5. Ja, Halloween eben, Halloween-Bewertung. Ja, weil der Laden hier schön aussieht. Der Laden sieht doch nicht schön. Ja, okay, meine Katze ist nicht draußen. Deko 0. Gehäuse, okay, das liegt da. Das liegt in der Kasse. Okay. Ach, Hilfe. Ach, da runter, naja. Ich kann zum Glück die Kasse bewegen, das geht. Ich pack sie rein. Und steigt meine Bewertung. Was? Ich kann gar nicht fassen, dass du meine Kasse entfernt hast. Meine Mitarbeiterin hat sich beschwert. Soll ich sie feuern? Ja. Nein, lass sie doch, was hat sie getan? Ich hab mir die Kasse verschoben. Wie viel? Ich muss wieder Schokolade wieder kaufen. Das verkauft sich so verdammt gut. Ich hab mir ein Fahrrad geholt. Was, Fahrrad? Ein Fahrrad konnte man sich kaufen.
Ich weiß. Zum Verkaufen habe ich gemacht. Ja, du musst dafür eine bestimmte Ausstellung. Wenn du links etwas auswählst, siehst du rechts, was sie brauchen. Neben den Namen rechts siehst du, wo du sie einstellen kannst. Hinstellen kannst. Was ist das denn jetzt? Hilfe. Du kannst dein Fahrrad nur auf eine bestimmte Plattform stellen, die, glaube ich, sehr viel kostet. Warum haben wir eigentlich fast genau das gleiche Geld? Ich weiß es nicht. Das war aber schon die ganze Zeit so, oder nicht? Ja, irgendwie ist ja. Ach ja, Regale auffüllen, davon habe ich wieder 20. Das kommt aber jetzt immer da rein, weil es verkauft sich gut. Das habe ich noch. Warte, wo ist mein Fahrrad? Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ach ja, ich, Dings, im Menü, wo du Sachen kaufen kannst. Das rote bedeutet, was du, wie viel es kostet, dass du es kaufst. Das grüne bedeutet, was du verkaufst, zu welchem Preis du bekommst, wenn du es alles verkaufst. Und das weiße bedeutet, Einheitgröße bedeutet, wie groß das ist. Und dein Auto kann nur 300 Einheiten tragen. Also, du könntest 300 Süßigkeiten tragen. Oder 150 Konservendosen. Und gelagert bedeutet, wie viel du. Ja, 150 nur, weil das der die Hälfte ist. Von 300, weil das ist 2. Hey, Jakob, wenn du über. Wenn du über Dings. Mein Fahrrad da. Du kannst es nicht benutzen, du kannst es nur verkaufen. Ah, du. Ich weiß, aber ich möchte das ja verkaufen, was brauche ich dafür? Du brauchst so eine Plattform. Ich hatte doch gesagt, wo das, wie du, wo das, was du brauchst. Dann wo kaufe ich diese Plattform? Dort, wo du dein Regal gekauft hast. Ich sehe hier aber. Ach, das hier wahrscheinlich. Ja, was fast genauso aussieht. Warte. Nein, ich sehe hier nur so eine Platte. Ja, warte, Platte. Fahrrad? Persönliches Transportmittel, Fahrrad. Fahrrad hat doch so ein Regal. Was? Wo? Fahrrad hat so ein Regal. Wenn ich mich nicht täusche, oder gibt es ein anderes Fahrrad? Ja, das ist das Fahrrad. Ach, was? Es ist das Fahrrad, du brauchst so ein Regal. Du musst irgendwie so ein Regal brauchen. Ich seh's nicht. Wenn du Dings zum Lager bestellen gehst und auf dein Fahrrad klickst, siehst du rechts dort eine Übersicht, was du alles hinstellen kannst. Und daneben siehst du, was du für ein Regaltyp du reinpacken kannst hier. Wenn du mich hier verstanden hast. Und das da, das Merkel-Regal, dann soll ich vielleicht erstmal auffüllen. Ja, habe ich gerade auch gemacht. Mir fehlt eine Konservendose. Außerdem gerne abonnieren. Nee, nicht abonnieren und kein Like da lassen. Die Qualität der Videos nur scheiße sind. Da lohnt sich das nicht. Das stimmt ja gar nicht. Na, vielleicht ist die Qualität dieses Mal besser. Ach ja, vergiss nicht immer deine Mülltonne zu leeren. Was ich gerade für dich getan habe. Ich das kann. Ja, ich kann das machen. Ich kann deinen Müll aufsammeln und Mülltonne leeren. Wie zum Beispiel diese Flaschen die Flasche draußen ja aufgesammelt. Wo ist mein Regal hin, dass ich gerade habe? Das Regal für das Fahrrad ist weg. Keine Ahnung, wo ist denn passiert das? Ich hab es nicht. Nein, das ist insgesamt einfach weg. Welches ist das denn? Das ist einfach weg. Regale und dann, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Und bei Regale? Das 10. Item mit dem 1 plus oben drauf. Da musst du das eine nehmen, was genauso aussieht. Ja, ich hab's. Dann platzier's. Und du hast noch einen Kürbis. Ja, ich fühle euch auch. Ja, genau das. Und da kannst du jetzt dein Fahrrad draufstellen. Na, und jetzt muss ich erstmal auffüllen. Das da kommt da rein und das Fahrrad, wenn ich es finde. Da, nicht da. Warte. Da. Für wie viel verkauft ich das Fahrrad? Das Fahrrad verkauft sich für 800. Ich hab das fast den doppelten Preis. Mein Fahrrad ist nicht da. Was? Ich hab mein Fahrrad nicht mehr. Okay. Hast du es auch da reingepackt? Hast du es abgeholt? Hast du es abgeholt? Das muss ich gucken. Nee, weil ich war gerade da unten und da war noch Kisten.
Also, darum war ich ja so dumm. Das ist ja wahrscheinlich, aber das ist ja wahrscheinlich falsch gemacht. Ach ja, mit Schiff kannst du driften. Okay. Ja, du hast vergessen abzuholen. Und vergiss nicht, danach von der Klippe zu fahren. Das stimmt, die Klippe. Aber vergiss nicht, du darfst nicht aus dem Auto steigen. Mach ich nicht mehr. Einfach dauerhaft runter, also direkt. Wir haben die gleiche Bewertung. Ja? Ja. Wie kommt man da? Du hast weniger 3,3. Okay. Okay, ich habe jetzt etwas weniger. Eben besser. Wenn du auf dieses Laden verwalten gehst und unten siehst du dann, was die Leute wollen. Warteschlange. Bei mir warten viele Leute. Deko. Deko habe ich doch kein Schwer. Ja, ein Fahrrad. Ha! So toll. Autoteile, wo passen die Autoteile rein? Autoteile passen nur auf so eine Plattform drauf. Nee, die Autoteile passen exakt in das gleiche Regal wie das Fahrrad. Also Autoteile! Ja, ah, das ist ja kaum. Ich dir das Fahrrad, mein Lieber. Du hast keine Kürbisse. Gucke, 3 habe ich noch. Hatte ich nicht noch was gefahren? Geh jetzt Schokolade kaufen. Geh Schokolade kaufen, das lohnt sich perfekt. Doch, das ist das Beste, was du verkaufen kannst. Ach ja, und kauf noch Einkaufskörbe, weil die Leute beschweren sich, wenn du keine hast. Wo? Du gehst auf Bauen. Bauen. Und du gehst auf Pumpen, sehr, ne. Infrastruktur war das. Ne. Das letzte? Das war Ähnlichkeit, wo das wieder ein Toilettenschild. Da ist das. Das, da. Du kannst Einkaufskörbe nehmen oder Einkaufswagen. Ich hab Körbe. Körbe sind günstig. Einkaufswagen? Ja, die sind viel günstiger. Natürlich, glaube ich, Platzier sie draußen. Yeah. Platzier sie einfach draußen. Oder platzier sie drin in der Kasse. Oder platzier sie einfach da. Ich leer beim Müll. Der Müll gehört jetzt mir. Ach ja, aufpassen vor Einbrecher. Einbrecher gibt's ja auch. Einbrecher sehen aus wie Einbrecher. Und wenn du neben sie stehst, kannst du sie festnehmen. Oh, ich hab sogar einen. Festgenommen. Hilfe. Deine Regale sind ja schrecklich. Du kannst Schulsachen verkaufen. Regale aufführen. Schokolade. Schokolade ist das Beste. Ich habe schon wieder keine Schokolade. Ja, auch. Und 90. Okay, Schokolade. Ich glaube, ich verkaufe Boxen. Essen, Boxen. München, Schachteln. 3 Stück. 8 Autoreifen. Jetzt sieht man an. Perfekt, 100 Stück gekauft. Ach ja, wächst. Da könnte mal jemand dieses Fahrrad kaufen, ich hab kein Geld mehr. Ich glaub, das war. Jakob hat kein Geld. Ich hab halt nur noch Autoreifen und ein Fahrer. Und mein Mitarbeiter, guck auch schon, soll es aber sagen möchte. Oh nein. Du kannst ihn in die Pause schicken, dann, du kannst ihn in die Pause schicken, dann klaut er dir kein Geld. Ja, vielleicht sollen wir die Aufnahme jetzt beenden. Wieso? Warte kurz, ich muss mal kurz was machen. Wir sind erst bei 23 Minuten, was hast du? Ja, warte, ich muss kurz was machen. Trotzdem, wir sind erst bei 23 Minuten. Ich glaube, er hat genau dasselbe. Ich stecke gerade im Boden fest. Ich gucke gerade etwas nach und ich stecke gerade im Boden fest. Helfen Sie mir. Wo bin ich? Achso, ich bin hinter meinem Laden. Jakob, geh schnell hinter meinem Laden. Was? Geh schnell hinter meinem Laden. Du hinter meinem Laden gehen. Komm mal. Was ist denn eine Mülltonne? Das bin ich. Helfen Sie mir. Das ist keine Mülltonne, oder? Das ist ein Auto da. Das bin ich. Das, ist ein Auto im Boden. Das ist mein Auto.
Haben Sie irgendwas gegen mein... Haben Sie irgendwas gegen mein Auto? Oder was? Ah, noch nie. Ich find's super. Guck mal, du hast wieder Geld. Kannst wieder was kaufen. Oh, Geld. Hat jemand... Nee, jemand hat was? Autoteile gekauft. Hä, ich kann nicht Fußball...